Hallo, liebe Campingfreunde. Ihr seht schon ein bekanntes Gesicht mal wieder. Hallo. Servus, Eugen. Mensch, ihr seht, ich bin hier Neustadt an der Weinstraße mal wieder. Ja. Ich glaube schon ein Jahr her, gell? Ja, nicht so lange. Du warst schon mal da zwischendurch. Ich denke, jetzt fahre ich mal hier vorbei, wenn ich schon in der Gegend bin und gucke, was es alles Neues gibt. Ne? So bei Robetta und etc. etc. Und vor allen Dingen habe ich jetzt hier jemand, wo direkt Kenntnis hat, wie es aussieht bei Fiat. Was gibt es für Probleme? Was gibt es vielleicht für Alternativen? Und deswegen würde ich sagen, quatschen wir mal eine Runde. Eugen, ja, oder? Genau. Machen wir mal einen schönen Vormittag. Genau, nach dem Intro würde ich sagen. Bis gleich. Ja, Eugen, wie sieht's aus? Was gibt's Neues bei Robetta? Also wir sind ja in Trabograd unten ansässig, in einem kleinen Industriegebiet. Da platzt jetzt alles aus den Nähten. Da haben wir jetzt noch kurzfristig eine neue Halle gebaut, um das zu überbrücken. Robetta City ist ein neues Industriegebiet, was für Slowenien-Gradec praktisch erschlossen worden ist inzwischen. Es sah so aus, dass wir im Januar nächstes Jahr anfangen können mit dem Bau. Im Moment sieht es aus, dass es vielleicht sogar früher klappt, dass wir im Oktober bauen können. Mhm. Das ist ein Areal von 20.000 Quadratmeter. Alles, was zu Robetta gehört, wird dort sozusagen eingegliedert. Sattlerei, Polsterei, alles, Schreinerei, ist alles auf einem Fleck. Wir sind hier bei FWS, ja, in Neustadt an der Weinstraße, und dort, ihr habt ja auch mehrere Marken hier, Kammern, Forster, ihr habt Ventura hier und natürlich auch Robetta, logischerweise. Ja. Ne? Und wenn wir schon bei Robetta sind, auf was können sich denn die Zuschauer, die Besucher dieses Jahr auf der Messe freuen? Es gibt ein neues Dachfenster. Es ist ja allgemein bekannt, dass diese Dachhäkchen immer eine Aufregung bringen. Die Leute kaufen sich Moosgummis, Dichtungen etc., weil die pfeifen, zum Teil Undichtigkeit. Da haben wir jetzt, sage ich jetzt auch mal, ein bisschen die Nase voll. Und da gibt es ein neues Produkt, das ist ein flaches Fenster, das ist die Hälfte hoch, also 8 cm. Das wird es mechanisch und elektrisch geben, wo der Innenrahmen noch eine LED-Beleuchtung hat. Wir werden das in Düsseldorf bei allen unseren Fahrzeugen bereits eingebaut haben. Halle 15, Stand C54. 50, ne? Ja. Und das Fenster wird also ab circa Oktober in Serie eingebaut. Die Fenster gibt es in 50-70 und 40-40. Ja, dann habe ich natürlich gesehen, und ich werde es auch abfilmen noch, wenn ich schon hier bin. Ihr habt natürlich jetzt auch vermehrt in der Zeit, wo Fiat Lieferprobleme hatte, gehen wir gleich noch drauf ein, habt ihr natürlich auch vermehrt Renaults verbaut. Ne? Ja, wir haben den Renault sozusagen als Lückenbüßer eingesteuert. Wir hatten ja den Vorteil, dass wir, Robetta hat ja vor 5 Jahren den Opel Movano gebaut, sprich für die Vomondo-Geschichte. Der Vorteil war jetzt, dass da schon die Planungen, sage ich jetzt mal, vorlagen, die Grundrisse. Die hat man etwas modifizieren können, hat auf die Schnelle dann mal 30 Renaults gekauft, die gerade verfügbar waren. Die sind jetzt auch alle geliefert worden und stehen auch schon bei den Händlern. Das Besondere ist jetzt natürlich, haben wir Leerläufe damit vermieden in der Produktion, weil eben Fiat Citroën besser, aber auch zeitverzögert, aber Fiat eben nur stoßweise ab und zu mal, was ja bekannt ist in der Branche. Und haben die jetzt sozusagen gebaut. Und das Schöne ist, wir haben eine Serie draus gemacht, die eigentlich komplett ausgestattet ist. Das Fahrzeug, was beim Händler steht, Schlüssel rein, wegfahren, Radio, Rückfahrsensoren, Kamera,
Biotoy ist drin, okay. Lithium-Batterie, Solar, alles komplett, drauf. Komplett ausgestattet. Also der, wo jetzt hier unten steht zum Beispiel, ist komplett aus. Den filme ich mal ab für euch, ja. Den werdet ihr einen in den nächsten Videos sehen. Der hat auch einen anderen, besonderen Namen. Ne? Der heißt Artemis, wie alles bei uns. Ne? Also muss auch griechische Götter. Ja, genau. Okay. Ne? Okay. Und das Besondere ist halt, für Robiter-Verhältnisse, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, mit 79.000, 80.000 Euro komplett ausgestattet, ein Schnäppchen. Ist ja, ein 6,20 Meter Fahrzeug. Okay. Mit Biotoy, mit Lithium, mit Wechselrichter. Genau. Alles drin. Wechselrichter ist nicht drin, aber wie gesagt, okay. Solar ist drauf. Okay. Ne? Also in der Dachventilator ist drin. Also ist, wie gesagt, ein Komplettpaket. Ne? Okay. Dann habt ihr ja auch auf der Messe, habe ich schon gesehen, Bilder, das neue Aufstelldach. Das ist eine komplette Neuentwicklung, die ist jetzt ab sofort verfügbar. Also wir haben diese Woche die ersten Dächer bekommen. In der Serie wird es dann eben nach den Werksferien aufgebaut. Es sind schon Fahrzeuge ausgeliefert, die warten auf die Dächer, weil wir mussten noch einiges nachkonstruieren, verbessern, finalisieren, wie man so schön sagt. Besondere. Es ist Thermoplastik, es ist im Gegensatz zu vielen Aufstelldächern lackierfähig, es wird ab Werk in Schwarz kommen, mhm. Es ist komplett mit Unterschale, es sind Inox-Scheren dran, also Edelstahlteile, gerade an der See mit Salzwasser. Ja. Haben ja viele Stahlscheren etc. Also nochmal ein Unterschied zu dem, was wir in Freiburg gesehen haben zum Beispiel. Ja, ja, das ist weitaus verbessert worden, okay. Also ausgiebiger. Und halt das Schöne ist, das wiegt nur 96 Kilo. Thema Fiat, ja? Ja. Thema Fiat. Ist extrem im Moment, was man so vor Gerüchte hört. Sagen wir mal Stellantis. Ne? Stellantis, ja. Ihr ja. Wisst ja, Stellantis ist ja... Fiat, Citroën, Peugeot, ne? Opel. Da hört man ja und liest man auch zum Teil extreme Gerüchte, dass die zum Teil gar nicht mehr liefern, zum Teil extreme lange Lieferzeiten. Wie sieht es bei euch aus? Das ganze Thema. Ja, insgesamt ist es so, dass wir also auch drunter leiden. Also wir sind ja in der Hauptsache von der Stückzahl her auf Citroën ausgelegt. Das läuft noch einigermaßen, aber mit Zeitverzögerung. Bestes Beispiel, letzten Monat hätten wir 70 Fahrzeuge kriegen sollen, Mitte Juli. Dann ist dann vor dem Termin, ein, zwei Tage, kriegst du dann einen Anruf und heißt, pass auf, wir haben Teileprobleme, Werk war zu eine Woche, wir können erst Ende August liefern. Also wieder mal 4, 5, 6 Wochen später. Ja. Das ist bei Citroën noch die Regel, aber es klappt. Ja. Aber bei Fiat ist es natürlich ganz brutal. Fiat muss dem im Moment scheinbar Tribut zollen mit diesen ganzen Neuheiten, Assistenzsysteme, elektronische Servolenkung, elektrische Parkbremse, alles, was sie jetzt im neuen Modell eingeführt haben. Thema Halbleiterverfügbarkeit. Genau, dann noch die Neungang-Automatik, die ja aus den USA kommt, also vom ZF, aber in den USA produziert wird, heißt lange Lieferketten. Da will man jetzt also, da hat man ja auch einen Cut gemacht jetzt Juni. Das heißt also, selbst beim Fiat-Händler kann keiner mehr einen Ducato bestellen. Das ist jetzt bis September eingefroren. Okay. Weil Fiat hat gesagt, wir haben so viele Aufträge, wir müssen erstmal abarbeiten und wir werden auch nicht alle liefern können. Mhm. Und somit ist ein Bestellstopp da, was im Moment viele machen. Die wollen sich jetzt erstmal die offenstehenden Aufträge abarbeiten und laut Gerüchten, die man hört, so werden die im Camperbereich also bestimmt, sagen wir mal, einen gewissen Prozentsatz an Fahrzeugen überhaupt nicht liefern. Okay. Ja? Deswegen natürlich auch die Reaktion auf Renault zum Beispiel, genau. Oder eventuell auch in der Zukunft Opel, ne? Ist auch Stellantis. Ja, oder? Ja. Und ihr habt da noch ein blaues Auge, sage ich jetzt mal, ja. Weil ihr habt hier nicht diesen Fiat aus dem Wohnmobilbereich, sondern ihr habt ja den Vorkommen. Den Tempo Libre. Ne? Also der Tempo Libre ist für Camper? Ja, der ist also speziell dann mit Einzelsitzen etc. vorbereitet. Den man so kennt üblicherweise. Ja. Ne? Und dann gibt es eben noch den Furgon. Den kennt man zum Furgon, Beispiel. Ja. Furgon, den kennt man zum Beispiel aus der Paketdienst und so weiter. Genau, ne? Genau. Es ist so, das prägnanteste Teil sieht man eigentlich, wenn man das Fahrzeug sieht im Ducato, wenn der Auspuff an der Vorderachse vorne liegt. Ja. Das ist ein Tempo Libre. Ja. Die Serie, was die Furgons haben, die haben den Auspuff hinten an der Hinterachse. Okay. Wir mussten dann also etwas umkonstruieren mit den Tanks etc., Abläufen
um eben dahin zu kommen. Wir bauen die Sitze, die werden mit Einzelsitzen geliefert, müssen aber dann Drehkonsolen einbauen etc. Und die Elektronik liegt etwas anders bei dem Fahrzeug. Vorteil der Geschichte ist, wir laufen jetzt in die Produktion über das Land Slowenien. Ja. Slowenien ist ein kleines Land, kriegt eine gewisse Quote an Fahrzeugen, an die Fiat-Händler sozusagen. Und das ist vielleicht der kleine Vorteil von uns, dass wir diese Fugans kriegen, die über eine Länderquote nach Slowenien geliefert werden. Wir sind so im Prinzip der Einzige, der von Fiat beliefert wird in Slowenien als Ausbauer. Auch der kleine Vorteil, dass wir Sonderfarben haben, unsere Fahrzeuge relativ hochwertig ausgestattet sind. Dass Fiat sagt, okay, für uns ist es interessant, lieber ein Auto zu bauen mit viel Ausstattung, Sonderfarbe, anstatt weißen. Wir haben das jetzt bei der letzten Lieferung gesehen. Wir haben alle Farben, die wir bestellt hatten, geliefert bekommen. War aus 2020, also nach 1,5 Jahren. Aber komischerweise, die Weißen waren nicht dabei. Wir hängen zwar an dem Fiat-System, aber wir kriegen auch selber keine eindeutigen Aussage, wann unsere Fahrzeuge kommen. Mhm. Es ist schon passiert, dass es hieß, wir wissen nicht, wann sie kommen. Und am nächsten Tag standen LKWs da, haben Fahrzeuge abgeladen. Also total deorganisiert. Ja. Und da kommen wir auch auf ein Thema, das nicht nur diese Industrie betrifft, sondern eben jede Industrie, die Verkauf hat. Ne? Zum Beispiel auch Einzelhandel. Da können wir ein Lied davon singen. Es ist natürlich auch eine Anspannung da. Ne? Ja. Die Kunden werden immer fordernder, zum Teil unfreundlich auch. Ne? Ja. Viele, viele Händler haben damit zu kämpfen, ne? Weil die müssen im Prinzip, die müssen im Prinzip Auskunft geben und haben aber selber keine Informationen. Und, genau. Und wir als Hersteller auch nicht. Ja. Und da ist schon die Lage sehr, sehr, sehr angespannt. Angespannt, ne? Ja. Das merkt man überall. Ja. Wirklich im Einzelhandel, aber auch in der Wohnmobilindustrie. Und viele, viele Händler haben damit zu kämpfen und verlieren deswegen auch viele Mitarbeiter. Ne? Erstens mal Mitarbeiter, die nervlich nicht mehr oder an der Obergrenze sind, ne? Und das Ganze nicht mehr mitmachen wollen. Es geht zum Teil an persönliche Angriffe, also die Psyche liegt komplett blank. Mhm. Ja? Der Kunde erwartet immer, mein Auto ist sehr defekt und ich will morgen den Urlaub haben. Wenn es heißt, ich habe keine Zeit, ich bin voll, und dann wird angegriffen, ja, aber ich will. Mhm. Am besten sofort. Und was der Händler will, was die Mitarbeiter wollen, interessiert keinen, steht immer im Vordergrund, und das belastet natürlich enorm. Mhm. Also viele Händler, mit denen ich spreche, egal ob es jetzt Trompeter oder andere sind, die sind an der Obergrenze und haben teilweise schon fast keine Lust mehr, das Business weiterzumachen. Ne? Es wird auch da einige Veränderungen geben in Zukunft. Ja, Thema Lieferzeiten. Ne? In dem Fall habt ihr, wie ich schon gerade gesagt habe, ein blaues Auge. Ne? Ja. Ihr habt volle Bücher, aber ihr könnt wenigstens liefern. Ne? Ja, es ist so. Also wir sind wahrscheinlich einer der ganz wenigen, die über die ganze Pandemie in den letzten 2 Jahren keinen Tag das Werk geschlossen haben, außer im März, Anfang 2020, wo wir einen Tag den Betrieb desinfizieren mussten. Ja. Ansonsten hat Robeda durchproduziert. Ja, ja. Im Gegenteil, unsere Mitarbeiter haben viel weniger Urlaub, wie sie normalerweise haben. Ja. Sind auch mehr in der Zwischenzeit? Ja, wir hatten also vor 3 Jahren hatten wir noch 28 Mitarbeiter, letztes Jahr hatten wir 43 Mitarbeiter, inzwischen sind wir 68. Es werden noch mehr eingestellt jetzt, also man geht ständig nach oben. Natürlich steht der Karaman-Salon an etc. und es gibt viele Herausforderungen. Ne? Thema, wenn wir gerade schon bei den Fahrzeugen sind, ne? Ihr habt ja auch Karmann, Forster und Ventura. Wie sieht es denn da aus mit Fahrzeugen? Ja, das ist also auch immer ein Überraschungspaket. Da heißt es, wir können im Moment nicht liefern. Da kommt irgendwann mal ein LKW hier angefahren und lade trotzdem ein Auto ab. Also das ist also, selbst die Großen sind nicht organisiert, wissen nicht, was sie tun, auf Deutsch gesagt. Wissen auch nicht, was sie für Fahrzeuge kriegen. Das ist also alles Überraschungspaket, die ganze Branche im Moment. Ihr habt unten sogar ein 10-Jahres-Edition. Genau, da ist diese Woche gekommen. Der ist noch frei verkäuflich, einen weißen. Filme ich euch ab. Ich habe einen an der Messe ja schon abgefilmt, im Schwarzen. Ne? Und jetzt haben wir hier einen weißen stehen. Ja. Ich kann mir den Namen nicht merken. Anniversary. Anniversary. 10-Jahres-Jubiläum. Schönes Fahrzeug. Ich hab mich ja schon auf der Messe drinnen wohlgefühlt. Aber ich filme jetzt diesen weißen hier unten auch noch ab.
Und der ist noch frei, ne? Ja. Genauso wie wir einen H3 gekriegt haben jetzt, also ein Hochdach, ein Citroën. Ja, ihr wisst ja, wäre eigentlich mein nächstes Fahrzeug gewesen. Ja, ne? Ja. H3, gasfrei in dem Fall jetzt nicht, wo unten steht. Ja. Aber mit Hubbett. Mit Hubbett dafür. Ja, ne? Das haben wir jetzt immer mehr eingeführt. Also inzwischen gibt es ja alle Modelle mit elektrischem Hubbett. Ja. In Düsseldorf werden wir noch eine ganz neue Geschichte bringen, das heißt eine Biker-Version. Mit 5 Motoren? Bike-Version bedeutet mit Hubbett, ich kann ein Doppelstockbett einbauen. Das heißt, wir bauen die Möbel tiefer. Ja. Und in Düsseldorf werden wir einen stehen haben oben. Wie gesagt, das ist eine schöne Geschichte eigentlich, gerade für die, die sagen, okay, oben drin schlafen, unten meine teuren E-Bikes rein. Mhm. Wenn wir schon beim Caravan-Salon sind, letztes Jahr war ja für mich das Highlight, logischerweise, mit dem Ralf Schumacher ein bisschen vor und hinter der Kamera zu talken auch. Und ihr habt ja vielleicht gesehen auf meinem Kanal, Ralf und Roberta zusammen, ja, die haben ein Fahrzeug entwickelt, das dieses Jahr bei euch auf dem Stand sein wird. Ja. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, wir machen also eine Schumacher-Edition auf Mercedes-Sprinter-Basis. Das heißt, das Fahrzeug ist im 5-Tonnen-Bereich. Das Besondere ist, das wurde also von einem Designer zusammen mit dem Ralf Schumacher so nach seinen Wünschen entwickelt. Das Besondere daran, das sind keine Robeda-Möbel, die da drin sind. Die Möbel werden zugeliefert von einer Yachtbau. Okay. Möbelfirma, die normalerweise teure Yachten baut. Die Möbel sind rund, haben ganz andere Oberflächen, ist natürlich gewichtsmäßig auch schwerer, aber bei 5,2 Tonnen spielt keine Rolle, keine Angst zu haben. Ja. Das Fahrzeug gibt 7,40 Meter Länge, hat ein Hubbett im Dach drin oben. Es wird sehr viele Überraschungen da drin geben, was so nicht üblich ist in den Fahrzeugen. Das Fahrzeug wird, wie gesagt, in Düsseldorf sichtbar sein. Es wird, sagen wir mal, abgegrenzt sein, weil das wird eine gewisse Preisklasse geben, wo wir sagen können, wenn man das Auto offen hinstellen, jeder läuft rein, ist das Auto nach der Messe futsch. Mhm. Also das wird dann nur auf Termin besichtigt werden können. Der Ralf Schumacher kommt am 30. August persönlich nach dem Rennwochenende in Spa-Francorchamps. Und stellt der Öffentlichkeit am 30. das Fahrzeug vor. Mhm. Und ja, es gibt was Besonderes. Geplant sind zurzeit 20 Fahrzeuge. Ja, dann gibt es natürlich noch das zweite Thema. Ihr habt ja so einen Haufen Zubehör. Das ist ja Wahnsinn, ob es die Alufelgen sind von Bobet zum Beispiel, wo ihr ja Sonderräder haben. Den Sonderräder habt. Ihr habt die schöne Lichtleiste. Ja. Ne, und da sind wir jetzt bei PCS Customer Service. Ne? Ja. Das ist ja im Prinzip eine Firma, in der du integriert bist. Ne? Genau. PCS Customer Service. Und ihr habt da auch ein paar Neuigkeiten. Ich habe gesehen, ihr habt spezielle neue 30 Volt Solarsysteme auch. Ja, das ist also im Solarbereich geht ja immer alles weiter voran. Was letztes Jahr war, ist Schnee von gestern. Wir haben also ein neues Solarsystem entwickelt für Kastenwägen. Das heißt, A von den Größen. Auch für Wohnmobile? Für Wohnmobile natürlich auch. Wir haben jetzt. Jetzt haben wir einen ganz runter. Ihr seid gleich dabei. Der zerlegt sich. Das Besondere daran ist, die neue Technologie geht auf 30 Volt Leistung. Hat den Vorteil, dass wir gegenüber den herkömmlichen Solarfeldern, die meistens mit 19 Volt arbeiten, auch bei schlechten Wetterbedingungen viel mehr Leistung bekommen. Wir haben also Bewegung Messungen gemacht, da liegen wir 1,8 höher, ja, in der Ausbeute wie mit 19 Volt Feldern. Ja. Was man auch gelernt hat in den vergangenen 2 Jahren, ist, dass eben flache Paneele etwas höher gebaut werden müssen, dass die genau unterlüftet werden, weil man hat den Fehler gemacht und das betrifft alle Hersteller. Man hat also gemeint, Aluminium in den Flachpanelen wären kühlfähig. Das Gegenteil war der Fall, die haben sich aufgeheizt und dadurch brechen dann die, durch die Bewegung der Fahrzeuge, brechen die Kristalle.
Das ist jetzt bei den neuen Systemen nicht mehr. Die sind ohne Metall ausgearbeitet, die haben Membrantechnologie. Und die haben ein spezielles Befestigungssystem? Oder? Ja, wir haben jetzt dafür ein Haltersystem entwickelt aus Edelstahl. Das heißt, die werden in Zukunft nicht mehr fest verklebt, sondern die kriegen nur noch ein 3M-Klebeband in der Mitte, damit die nicht vibrieren, und werden an den Ecken praktisch festgeschraubt, sodass sie auch relativ easy austauschbar wären. Sind. Oder wenn ihr mal das Wohnmobil oben schrubben wollt. Genau, könnte man sie im Prinzip wegmachen und dann reinigen. Und das ist die Zukunft, und da machen wir eben, wie gesagt, eigene Entwicklung bei PCS. Wir bieten dann ganze Systeme an über Solarregler, teilweise bis 30 Ampere sogar Dualregler, die dann die Fahrzeugbatterie noch mit... Vielleicht noch kurz was zu PCS überhaupt. Ja? Ihr habt auch eine Homepage, die heißt Kastenwagenzubehör.de. Ja. Sagt ja nicht schon alles, ne? Also alles rund um den Kastenwagen. Genau. Von der Kaffeemaschine über Lichtleiste bis zu den Alufelgen. Ja, ja. Radiosysteme, alles. Im Prinzip alles, ich blende es euch mal ein. Und das baut ihr hier nicht nur ein in Neustadt bei FWS. Das über alle Händler, ja. Sondern das könnt ihr auch direkt auf der Homepage. Genau, genau. Kann man bestellen für sich, für einen Eigenausbau etc. Wir haben auch Händler, nicht nur Robeta-Händler, die das einbauen. Also es gibt inzwischen einige Händler in Deutschland, die über uns die Produkte beziehen und einbauen. Was ich gesehen habe, ein neuer Fahrradträger habe ich gesehen. Ja. Ja, was ganz was Besonderes. Ja, ja, wir haben auf der Händlertagung dieses Jahr haben wir die Firma Minit eingeladen aus Österreich. Mhm. Die haben ein neues Bike-Trägersystem oder Trägersystem für Kastenwagen, aber auch für Teilintegrierte etc. entwickelt. Das ist eben das Minit-System. Das Schöne, das ist ein modulares System. Das heißt, da kommt eine Stoßstange dran, die schwenkbar ist, und dafür gibt es verschiedene Module. Vorteil ist, alles ist im Steck. Modulverfahren, ja, ja. Eingesteckt, funktioniert, braucht keine Steckdose einstecken oder sonst was. Es gibt einen sogenannten Schwenkträger, der ersetzt die Stoßstange hinten, da ist eine Klappe drin, da stecke ich einfach einen Basisträger rein, dann kann ich mir dazu kaufen einen Zweierradständer, einen Viererradständer, eine Motorradbühne, einen Koffer gibt es sogar abschließbar dazu. Okay. Anhängerkupplung-Funktion ist damit dabei, sogar bis 2500 Kilo zugfähig, weil diese Schwenkmodule sind ja nicht so belastbar wie eine Starre. Also zwei E-Bikes wären jetzt aber kein Problem. Für E-Bikes ist kein Problem, okay. Die haben 150 Kilo Zuladung. Okay. Das heißt, wir haben errechnet, wenn man also die ganze Gewichtsthematik abzieht, 130 Kilo ist gar kein Problem. Also ein Motorroller, der 120 Kilo geht, geht da hinten auf die Bühne drauf. Also in Schwarz diese Stoßstange und die Teile pulverbeschichtet. Gibt es dann über uns, ist ab nächster Woche lieferbar. Mhm. Die ersten werden also gerade angeliefert. Prima, also jede Menge Neuigkeiten, rund letztendlich was, trotzdem natürlich zu 80% ein Robeta-Werbevideo, aber es ist halt so, ich bin halt nach wie vor noch überzeugt von dem Fahrzeug, aber es hat mich trotzdem mal gefreut, auch dich zu sehen, Eugen. Ja? Mich auch. Vielleicht sieht man Eugen ja bald öfters wieder an YouTube, wer weiß, ja? Wer weiß. Ja. Werden wir sehen. Es ist natürlich viel Arbeit im Hintergrund geleistet. Auch ihr YouTuber war nicht so viel agil unterwegs wie in der Vergangenheit. Hat ja alles ein bisschen ausgebremst. Und ja, wir sind natürlich bestrebt, sage ich jetzt mal, unsere Produkte zu präsentieren. Wir werden auch von PCS her wahrscheinlich einen eigenen Kanal, wo wir einfach Neuheiten direkt vorstellen werden. Mhm. Ins Leben rufen, dass der Kunde einfach mehr Informationen über das jeweilige Produkt hat. Genau. Ne? Wie gesagt, wir haben ja auch die Firma Startkraft im Vertrieb mit den Lithium-Batterien. 200 Amperestunden? Ja, unterm Sitz, auch beim Sprinter wird es klappen. Wir haben extra dafür. Und ich war gerade letzte Woche dort und ich habe sehr viel gelernt. Ja, Eugen, Thema Preise, das interessiert euch natürlich auch. Ganz sensibles Thema. Inflation, Materialknappheit, alles wird teurer. Wir haben Preissprünge natürlich, wie bei allem, ob das jetzt eine Markise ist oder eine Heizung oder wie auch immer. Also die Zulieferer erhöhen ständig die Preise. Ist ja auch nachvollziehbar, alles wird teurer im Moment.
Aber der Hauptfaktor, den wir im Moment nicht einkalkulieren, nicht schätzen können, ist eben, was die Fahrzeughersteller abverlangen. Das heißt, es kommen in regelmäßigen Abständen Preiserhöhungen. Und das Besondere ist momentan so, dass wir also verdonnert sind. Und da haben wir im Moment gerade ein Problem. Da wird sich auch, sage ich jetzt mal, die ganze Branche noch neu festsetzen müssen. Auch die Rechtsprechung wird sich ändern. Ich habe also mit ein paar Anwälten gesprochen etc. Weil die Kunden, verständlich, bestellen ein Auto, ich sage jetzt mal für 80.000 Euro und wenn das Auto kommt, kostet er 90. Die Problematik ist ganz einfach, die Hersteller haben ja nur noch begrenzte Kapazitäten. Die sagen, wenn du jetzt ein Fahrzeug willst, zahlst du. Da gibt es keine Festschreibung, auch für uns nicht, den Preis, der aktuell in der Preisliste drin steht. Und wenn du eben so wie wir jetzt bei Fiat in der Vergangenheit 2020 ein Auto bestellt haben, nur mal als Beispiel, da damals ein Apollo Fiat Basis Automatik 160 PS 54.000 Euro gekostet. Momentan liegt der bei 65.490, also 10.000 höher. Das ist ein Preissprung, den uns Stellantis eben oder die ganzen Fahrzeughersteller geben. Und die sagen, du kriegst jetzt statt, wir können im Prinzip, ich sage jetzt nur mal eine Zahl, statt 100.000 können wir nur 70 bauen. Und wenn du einer von den 70 willst, musst du unsere aktuellen Preise zahlen. Jetzt geht der Kunde her und versteht es natürlich nicht, ist auch nachvollziehbar. Sagt, ich gehe zum Anwalt, ich habe einen Vertrag und ich möchte das haben. Die Kette geht dann los. Robita kann sagen, okay, wir kaufen das Fahrzeug jetzt zum teuren Preis, müssen dem Händler den teuren Preis berechnen. Der Händler geht an den Kunden, sagt, das Fahrzeug wird teurer. Und dann sagt der Kunde, halt, ich habe einen Vertrag. Im Endeffekt müsste Robita und der Händler aus eigener Tasche was drauflegen, damit er einen Vertrag erfüllt. Und es laufen ja, das höre ich immer von den Händlern, verschiedene Dinge dann, dass der Kunde über einen Anwalt einen Brief schickt und sagt, ich bestehe auf Lieferung. A, wenn die Fahrzeuge storniert werden, nicht geliefert werden, kann er klagen, wie er will. Das Fahrzeug gibt es einfach nicht. Aber es ist auch mittlerweile so, dass die Rechtsprechung überlegt, dieses ganze Recht zu kappen. Weil es hat natürlich letztes Jahr keiner gewusst, es gibt einen Ukraine-Krieg, die Materialverteuerung werden so, Energiekosten steigen so enorm. Also da wird sich die Rechtsprechung jetzt ändern, gehe ich davon aus, weil es werden immer mehr Prozesse dementsprechend geführt. Und ich weiß schon, die ersten Tendenzen sind schon ausgesprochen, dass man eben sagen muss, keiner konnte es voraussehen. Jetzt haben die Anwälte ein neues Betätigungsfeld gefunden. Sie haben ein Auto bestellt zum Preis, wir kämpfen für sie. Und das ist eine Geldmache, das ist ein Millionengeschäft. Da springen die Anwälte drauf, die Kunden glauben, die Rechtsschutzversicherung haben sie ja. Die Anwälte kassieren Geld, es geht aus wie Sandberger Schießen. Zum Schluss wird es ein Vergleich enden oder sogar, wenn die Rechtsprechung sich jetzt ändern, genauso wie diese Abgasgeschichte, die mittlerweile, ich kenne keinen, der Geld gekriegt hat. Ist halt so, dass man wirklich im Moment diese Klauseln beim Kauf unterschreiben muss, dass eben Anpassungen der Preise möglich sind zu den aktuellen Preisen, ohne dass verkauft kein Händler mehr. Weil das ist also, wir füttern im Moment seit 2 Jahren nur Anwälte. Also wenn man jetzt mal vergleicht mit 2021, so Pi mal Daumen, wie viel Prozent muss man rechnen? Im Moment liegen da, sage ich jetzt mal, um die 5.000 bis 6.000 Euro höher wie letztes Jahr im August. Aber das ist überall. Aber da kommt schon die nächste ja. Preiserhöhungen sind schon angesagt. Also Citroën hat vor 2 Wochen 3.800 Euro aufgeschlagen. Ja. Fiat hat am 1.7. 4.500 aufgeschlagen. Also man hat gesprochen von 7%. Die Spirale ist noch nicht am Ende. Noch nicht am Limit, ja? Nein. Okay, liebe Cam, viele Informationen. Wer bis jetzt zum Schluss noch dabei geblieben ist, den grüßen wir besonders natürlich. Ne? Ja, klar. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen auf dem P1 oder dann auf der Messe. Ne? Ja. Ich freue mich schon drauf. Ich werde auf jeden Fall bei euch vorbeischauen, ja, das klar, ein oder andere Mal, ja, wie immer. Und ihr vor allen Dingen bleibt gesund, ne? Und der, wo noch nicht war, schöne Ferien.
In diesem Sinne. Danke dir, Eugen. Ebenso. Danke. Bis dann. Ciao.